Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Moneymaker. Ja, wir spielen mal wieder Moneymaker. Auf Gamma HD. Und ich bin schon ein bisschen weit. Ich habe zwar Videos auf Lager, theoretisch, habe die aber nie hochgeladen. Und ja, also ich bin schon eigentlich sehr weit. Fahre mich jetzt in dieser Folge so ein bisschen. In der nächsten Folge farme ich auch, aber anders. Ein bisschen anders als davor, so gesehen. So. Oh, was ist denn hier los? Ein bisschen Farming. Farming mit Musik. Ja, ich will Spitzhacken-Level. Was bin ich denn? 34. Boah, ich baue jetzt bestimmt 35 Minuten, wollte ich gerade sagen. Bitte. 150 Booster, cool. Welche gefällt mir nicht. Gefällt mir ganz und gar nicht. Oh, bestimmt 15 Minuten baue ich jetzt einfach nur ab. Also 15 Minuten, 10 Minuten ungefähr, denke ich mal. Und die restlichen machen wir, leveln wir noch ein bisschen auf. Das Gefühl, ich bekomme nur das hier zusammen, was ich wirklich hier verdiene. Habe ich so das Gefühl. Das heißt, eigentlich habe ich mehr. Eigentlich viel mehr habe ich. KMBTAAB. Immer AD. Und ich will zu AI. Weil es noch irgendwie ein Update gab und es gibt jetzt AI. Wenn man AI hat, hat man irgendwie eine Kohlemine. Und da will ich hin. Also eigentlich muss ich hier so reinsuchten. Die geht nicht mehr. Ich habe Level abgeschlossen, das ist cool. Level 35. Ich weiß nicht, ob sich das jetzt lohnt, den anzumachen. Ein, ich meinte alle. Wenn dann ja sowieso mache ich das in der Folge. Das ist dann auch nicht mehr so vorteilhaft. Ich hatte ja dieses Infovideo gemacht. Da verschiebt sich das vielleicht mit Paris. Also ich nach Paris fahre. Auf einen anderen Ort. Den sage ich jetzt aber nicht, weil es steht überhaupt noch nicht fest. Und ja. Eigentlich muss ich Kaffee trinken. Abwarten, Tee trinken. Also Kaffee mag ich nicht, aber. So, ja.
So ist das Leben, leider. Scheiß Corona, ey. Corona verdippt alles. Leben die Corona. Man muss dann nämlich, denke ich mal, PCR-Tests und die muss man selber bezahlen und deswegen, wir bleiben in Deutschland, fahren aber, also, ich weiß noch gar nicht, ob man damit einverstanden ist, fahren dann auch die 10 Stunden. Also ich weiß, wir wissen es noch nicht. Also noch gar nichts raus. Vielleicht fahren wir auch überlegt in Center Parks. Und ja. Also es spielt so ein bisschen, naja. Wir fahren auf jeden Fall noch nach Paris, weil in den nächsten ein Jahr, weil wir die Disneyland-Tickets ein Jahr haben. Und ja. Aber wenn die Corona-Lage ein bisschen entspannter ist. Und wir wollten Paris von Freitag bis Sonntag. Von Montag bis Sonntag. Vielleicht machen wir jetzt Center Parks oder wo auch immer wir hinfahren, von Montag bis Freitag. Erstens wegen dem Geld, zweitens auch so. So, ja, 8 Minuten haben wir jetzt. Jetzt gehen wir mal eben zurück. Ja, aber das, hä? Aber doch nicht. Das haben sich irgendwie so wenig angefühlt. Keine Ahnung. So, weil das auch nach oben geht. Und ich würde sagen, das war schon mit dieser Folge. Kleine, aber feine Folge. Lasst natürlich ein Like, dann ein Abo, dann einen Kommentar da, wenn ihr wollt. Haut natürlich rein. Ciao.